Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die schlechtesten Aktien der Börse. Mal sehen, was ich Ihnen heute mitgebracht habe. So viel kann ich schon verraten. Es ist wieder eine deutsche Aktie. Viel Vergnügen. Ja, heute geht's um die TUI-Aktie. Die Aktie ist ja zuletzt unter Druck geraten, weil hier eine Kapitalerhöhung samt einer starken Gewinnverbesserung für die Altaktionäre angekündigt wurde. Da ist der Kurs gefallen von 11 Euro auf nunmehr nur noch 7,50 Euro. Das ist schon eine Hausnummer, aber generell hatten TUI-Aktionäre in den letzten 12 Monaten nichts zu lachen. Der Kurs ist deutlich im Minus. Vor einem Jahr stand er ungefähr doppelt so hoch wie heute, also um die 15, 16 Euro. Jetzt, wie gesagt, 7,50. Das ist ziemlich bitter. Jetzt gucken wir uns mal an, wie sich das so in den letzten Jahren verhalten hat. Die letzten 3 Jahre. Ja, da sehen Sie eine Seitwärtsbewegung. Ungefähr in der Spanne zwischen 7 und 24 Euro. Also wenn wir diese Spanne jetzt für die letzten 3 Jahre zugrunde legen, dann sehen Sie, wir sind jetzt wieder an der Untergrenze dieser Spanne angelangt. Aber gucken wir uns das mal über etwas längeren Zeitraum an. Vielleicht war das ja nur ein Corona-Sonderfall. Nein, war es nicht. Sie sehen hier den Corona-Crash im zeitigen Frühjahr oder späten Winter 2020. Natürlich sind da alle Reiseaktien unter Druck geraten. Die TUI hat es allerdings nicht geschafft, diesen gesamten Crash wieder aufzuholen, trotz staatlicher Hilfen. Und im Gegenteil, der Kurs ist danach, nach dieser Erholung, nach dieser teilweisen Erholung, weiter abgeschmiert. Also wir hatten übrigens auf dem Höhepunkt des Corona-Crashs Kurse, die wir jetzt auch wieder haben, nämlich um die 8 Euro. Das ist wirklich interessant. Also es ist dem Unternehmen nicht gelungen, seit den Tiefen des Corona-Crashs einen Wert für die Aktionäre zu schaffen. Und wir sehen auch hier im 5-Jahres-Chart, der Abwärtstrend ist völlig intakt. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal über 10 Jahre an. Ja, also die goldenen Zeiten bei TUI, die sind offenbar im Jahr 2018 zu Ende gegangen. Seit der Zeit sehen wir diesen hartnäckigen Abwärtstrend, der ist völlig intakt. Eingestreut hier der Corona-Crash und die Corona-Erholung. Aber das Ganze hat nichts an diesem Abwärtstrend geändert und ich fürchte, als nächstes werden wir hier neue Mehrjahrestiefs sehen bei TUI, irgendwo im Bereich unter 5 Euro. Also darauf müssen Sie sich mindestens einstellen. Aber es kann natürlich noch tiefer gehen, solange dieser Abwärtstrend intakt ist. Gucken wir uns das Ganze nochmal über den kompletten Zeitraum an. Und dann sehen Sie, was hier für eine Misere herrscht. Also diese angeblich goldenen Zeiten bis 2018, das war auch nur eine Zwischenerholung bei TUI. Es geht im Prinzip seit 26 Jahren abwärts. So, und selbst wenn wir hier alle Kapitalmaßnahmen, Dividenden und Splits rausrechnen, es ändert nichts. Wenn wir das Ganze mal in Prozenten rechnen, Logarithmik rausnehmen, na gut, wenn die Logarithmik rausnehmen, dann können wir gar nichts mehr erkennen, das können wir nicht machen. Ja, aber im Prinzip hätten Sie mit der TUI-Aktie als Langfristaktionär Ihr gesamtes Kapital verloren.
Jetzt sind wir ungefähr bei minus 98%. Abwärtstrend ist intakt. Diese lokalen Tiefs hier, die haben alle im Bereich zwischen 8 und 10 Euro stattgefunden. Dieser Bereich wird jetzt gerade wieder nach unten durchbrochen und damit könnte es zu einer Neubewertung nach unten kommen. Daher bin ich mit meinem Kursziel von oder Mindestkursziel nach unten von 5 Euro noch sehr konservativ aufgestellt. Deshalb mein Rat an Sie: Meiden Sie die Aktie, wenn Sie die noch nicht haben, verkaufen Sie die Aktie, wenn Sie die haben. Auch vom jetzigen Niveau aus kann sich die Aktie nochmal halbieren, auch wenn Sie dort nicht mehr viel Kapital drin haben. Sie wissen bestimmt Besseres anzufangen mit dem restlichen Kapital, was Sie hier noch drin haben. Es gäbe ja auch die Möglichkeit, dieses Kapital in eine Aktie zu stecken, die über einen wunderschönen langfristigen Aufwärtstrend verfügt und wo Sie über kurz oder lang wenigstens einen Teil Ihrer Verluste wieder aufholen können. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was genau das Problem bei TUI ist, ob es ein schlechtes Management ist, ob sich mit Reisen kein Geld mehr verdienen lässt, was ich nicht glaube. Aber Fakt ist, bei so einem jahrzehntelang hartnäckigen Abwärtstrend, der völlig intakt ist, werden Sie mit dieser Aktie weiterhin Geld verlieren. Deshalb raus dort, meiden Sie die Aktie. Das ist mein Rat an Sie. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung. Ich wünsche Ihnen ein glückliches Händchen an der Börse und verabschiede mich bis zum nächsten Mal, Ihr Henrik Vogt.